Hallo liebe Kinder, ich melde mich heute live aus einem Hochmoor und zwar in Rottau in Bayern. Und das ist eine sehr interessante Landschaft, da gibt es natürlich auch immer viel zu entdecken und ein paar kleine Sachen davon möchte ich heute euch mal zeigen und den Rest entdeckt ihr am besten bei eurem nächsten Besuch in einem Moor selber. Bis dann mal, also los geht die Tour. Also hier liebe Kinder seht ihr eine typische Moorlandschaft und damit ihr auch seht, dass es ein Hochmoor ist, seht ihr im Hintergrund die Berge. Also, was ihr hier seht, sieht aus wie Puschelgras. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch später. Aber sieht schon lustig aus, was? Am Wegesrand sind immer ganz lustige Fragen gestellt. Hier zum Beispiel suchen wir eine Frucht. Die haben wir alle schon mal gegessen. Um was handelt es sich? So, das Schöne an so einem Lehrpfad ist, dass alles beschrieben ist. Hier zum Beispiel ist eine kleine Übersicht über die Pflanzen und Tiere, die im Moor vorkommen. Und dort seht ihr auch wieder das Puschelgras. Das hat das schneidige Wollgras, von dem ich euch ja vorhin die schönen Aufnahmen gezeigt habe. Ja, auch Tiere gibt es einige, wie zum Beispiel die Kreuzotter oder viele Schmetterlinge. Zum Beispiel den Hochmoor-Gelbling und das seltene Schwarzkehlchen. Das lebt hier auch im Moor. Aber da muss man dann schon ganz genau hinschauen und eine Weile beobachten, bis man die Tiere auch entdeckt. Okay, wir ziehen dann mal weiter. Ja, auch Insektenliebhaber kommen im Moor natürlich auf ihre Kosten. So gibt es neben dieser Vierflecklibelle noch weitere 20 Libellenarten hier im Moor alleine. So, was ihr dort seht, das ist der sogenannte Sonnentau. Und der Sonnentau ist eine fleischfressende Pflanze. Da muss man denn schon etwas genauer ins Moor reingucken, weil der ist nicht sehr groß. Das heißt, wenn ein kleines Insekt dieses Blatt berührt, dann schließt die Pflanze das Blatt und frisst das kleine Insekt. So, liebe Kinder, ich hoffe, euch hat der Rundgang ein wenig gefallen. Und zum Schluss schauen wir noch einmal schön über das Moor. Ich wünsche euch viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Fotoabenteuer wieder einschaltet. Tschüss!